Moin Wart und herzlich willkommen aus Kaben. Kaben ist tatsächlich so ein kleines Kaff direkt neben Frankfurt. Und in Frankfurt, da bin ich dieses Wochenende und zwar mit Little Man Rizzo oder was? Tag auch. Kaben ist aber prädestiniert für Wahnsinns-Parcours-Park, so wie das Viech hier. Das Geilste an dem Park ist, dass ich hier schon mal war mit meinen Jungs vor ein paar Jahren. Habe ich einen Backflip probiert, von der Stange auf die. Das Ganze ist aber nicht ganz gut ausgegangen. Ich bin auf der gelandet, aber nicht mit meinen Füßen, sondern mit dem Arsch voran. Spiele ich euch ein, weil das ist wirklich ein Spaß für alle, Mann. So, das Ding, das werde ich heute sicherlich nicht nochmal probieren, weil das hat wirklich dann im Endgang zwar viel Spaß gemacht, aber das nochmal neu zu machen, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber andere Projekte sind offen, hier in Kaben, aber auch in ganz Frankfurt. Mal gucken, was der Tag so bringt. Es scheint auf jeden Fall die Sonne und ist absolute Wahnsinn hier. Klasse. So, die Sonne prallt auf dem Rückenhaare drauf, deswegen mal ein kleines Warm-up. Halt nur so dekotechnisch, weil warm bin ich sowieso. Kleinen Flip hier mal ausprobieren, jetzt an der Mauer dran. Boah, chillig. Alter Lachs, das hat mich aber kurz überrascht, wie so eine Tüte dann, den du im Supermarkt, dann im Regal auch kriegst, dass ich hier gelandet bin, auf beide Füße drauf. Jetzt nochmal ohne Hände und dann haben wir das Gesamtpaket, perfekt. Boah, yes. Alter. Ja, das überrascht mich tatsächlich. Das ist wirklich jedes Mal so eine Überraschungskiste, der Trick, weil weiß nie genau, wo ich bin in der Lüfte. Aber das freut mich, dass das eigentlich direkt geklappt hat. Probiere ich das Ding mal in so einen kleinen Run zu verpacken. Irgendwas noch davor zu schmeißen. Haben wir das erste Ding hier. Perfekt. Ist irgendwie schneller hier über die Mauer kommen, damit ich da gescheit in das Ding reinkomme. Ist nicht so ganz leicht aus dem Flip raus. So, noch ein, zwei Preps für das Ding hier und dann ist, wenn der sicher ist, dann kann ich den Run auch einfach in einem durchmachen. Da muss ich nicht mehr viel preppen, da muss ich jetzt einfach rein. So, Frontflip, Lazy Vault, Gateflip, alle in einem. Ah! Ja, sehr, first try, geil, ey. Mhm. Der Lachs. Jo. Geil. Alter Lachs, genauso geil. Endstufe, geil. Scheiße, ja. Perfektionistin am Werk hier, ey. Einfach nur geil, das Ding. Erste Mal gerade draußen gemacht. Oh, Alter. Okay, jetzt. Geil. Ja, geil, ey. Chillig. So, Mauer plus Mauer plus Mauer plus Baum. Gleich nächster Run. Also schön einmal drüber rennen, gegen den Baum jagen. Und das ist der Run. Boah, absoluter Quatsch. Einfach nur einmal gegen gedropkick gegen das Ding. Noch einmal ein schön. Aber Quatsch auch. Alter, das ist so rutschig hier. Ich rutsche mal weg hier. Parcours, kein Schlittschuh fahren, geil. Nächste Challenge Haken hinter. Es würde mich tierisch freuen, wenn ihr ein fettes Abo hier auf dem Kanal da lasst. Bei Twitch dürft ihr auch gerne reinfolgen und damit geht es weiter im Video. So, wir sind an der nächsten Challenge angekommen. Schön von hier auf die Mauer drauf, auf die und dann rolle hier über das schmale Gerät einmal drüber. Kleine Challenge für mich, habe ich selten gemacht bis dato, aber gehe arg davon aus, dass das eine Menge Spaß macht. Rückenprotektor sitzt. Jetzt muss es nur noch umgesetzt werden, das Ganze.
Daraus noch rein, das ist irgendwie schon wild, aber auf jeden Fall auch machbar. Frapp die Rolle einmal, dann ist einfach geiler, auch so für den Kopf und alles. Ja gut, der nächste ist es. Geil, ey. Tatsächlich geiler, als ich gedacht habe, das Ganze. Und auch einfacher. Deswegen mache ich das spaßeshalber direkt nochmal. Ja gut, das Sahnehäubchen war leider nur ein Klecksahne, aber wir machen das noch zu einer richtig schönen Burg. Direkt nochmal rein. Da haben wir das Schloss oben drauf gemalt, geil. So, folgender Plan hier, anlaufen, dann Sideflip über die Stange in das Loch rein. Da haben wir noch eine Stange, ein bisschen höher. Das heißt, das ist ein bisschen sketchy. Ich habe ein bisschen Angst, mit meinen Füßen dagegen zu jagen oder mit meinem Kopf einmal gegen zu dönern. Aber probieren geht über studieren oder was. Der Lachs war scary, aber hat einfach Bock gemacht irgendwie. So, jetzt aber mal wirklich Frankfurt oder was? So, mitten in Frankfurt angekommen, jetzt hier gerade an einem ziemlich bekannten Skatepark. Wollten wir eigentlich nur durchsteppen. Aber habe ich dieses absolut überragende Gap gesehen für eine Dive Roll. Lang keine Dive Roll mehr weggemacht. Deswegen eigentlich ganz geil, wie ist es hart zum Anlaufen, trocken, da ist es auch hart. Bisschen Schwung hast du immer dabei, das ist klar, deswegen einfach mal austesten, wie es dann auf dem Rücken verhält. Geil. Ja, das habe ich gebraucht, mal wieder ein Dive schön reingehecht. Ging alles gut, auf Hüfte auch alles geil, also. Weiter geht die Rundfahrt durch FFM. Okay, Rundgang durch Frankfurt wird doch noch mal kurz unterbrochen. Flip. Das Gap wird noch einmal schön weggeflippt jetzt hier. Nice, okay, jetzt wirklich einmal schön weiter durch die Stadt um. Geil. Also wir sind hier wirklich schon wieder in der saubersten Ecke Frankfurts angekommen. Das ist hier wirklich, das ist wirklich so geil sauber. Da fühlst du dich doch pudelwohl. Und wenn du siehst, wie klar das Frankfurter Meer hier auch noch ist, dahinter ist es noch viel sauberer. Da kriegst du einfach nur Bock, von hier einmal drauf zu springen und zu hoffen, dass du entweder in das oder in das Gewässer fällst. Das wollen wir jetzt noch mal ausprobieren zum Ende des Videos. Sehen einmal einen Jump darüber, wenn das gut geht. Vielleicht noch einen auf der Mauer. Und wenn ich reinfall, dann haben wir das Best-Case-Szenario. Wenn nicht, dann ist es auch ganz cool für mich, aber ist natürlich nicht so lustig. Aber ich probiere trotzdem zu schaffen. So ist nicht. Erstes Mal erfolgreich oder auch nicht, wie man nimmt. Jetzt noch ein Backflip hier auf der Mauer drauf. Im Bestfall falle ich jetzt beim letzten Sprung rein. Im anderen Bestfall falle ich nicht rein. Auslegungsgeschichte. Das Wasser wird wirklich immer freundlicher hier. Deswegen haben wir einen Badeanzug angezogen. Damit ich im Bestfall ja, keine sexuelle Ausstrahlung auf diese Goldfische habe, die da drin rumkrölen oder was. Also Backflip einmal hier auf dem Dingen. Und dann bin ich auch froh, wenn das geschafft ist. Boah, okay, ist auch gut. Das war jetzt wirklich nochmal ein Aufwächsszenario der absoluten Superlative. Und damit ist das Ganze jetzt auch durch. Schön nochmal was essen gehen und was. Aber erfolgreicher Tag in FFM, ne? Wird genickt auf der anderen Seite. In diesem Sinne Feierabend anfangen und sehen uns im Stream.
Video, auf Schlappen, was auch immer. Gute Nacht, schönen Tag und guten Morgen.